Wir verabschieden uns ein letztes Mal vom vergangenen Kalenderjahr im vierten Teil unseres traditionellen Enstal-TV-Jahresrückblicks, indem wir uns dem vierten Quartal des Jahres 2023 annehmen. Denn auch in jenem Zeitraum trug sich in unserer Heimat wieder allerhand zu. Auf der Reiteralm etwa begann man sich auf die Wintersaison 2023-24 vorzubereiten. Via Helikopter wurden die Schneekanonen am Berg zu neuralgischen Punkten geflogen. Ja, wir haben da auf Reiteralm und Vogelalm ca. 300 Schneeerzeuger, wo 180 Stück Schneekanonen sind. Diese Schneekanonen, die fangen wir im September, Mitte September am Abend auszustellen. Machen wir zum Großteil mit unseren eigenen Fahrzeugen, mit dem Traktor. Wo es aber ein Sicherheitsthema ist, wo eben da ein steiles Gelände ist oder wo man halt nicht so gut hinkommen kann mit den Fahrzeugen, da werden nachher die Schneekanonen geflogen. Und wenn man da eben sieht, heute ist dieser Flugtag, wo man eben da so circa 50 Kanonen dann mit dem Helikopter ausfliegen. Nach Corona-bedingter Zwangspause erlebte der Heereszundtag in der Schladminger Vorstadt ein Revival. Als Fest von Einheimischen für Einheimische konzipiert, erfreute sich die gemütliche Veranstaltung großer Beliebtheit. Vor 2014 haben wir diesen Heeressonntag ins Leben gerufen, um unsere Vorstadt, um unsere Altstadt nachher wirklich wieder zu beleben, herzusagen, was alles Tolles dort in der Vorstadt gibt, angefangen von den ganzen Betrieben, vom Handwerk und so weiter. Und damals 2014 hat den Heeressonntag ins Leben gerufen, damals mit der Gysi und damals mit der 2030 GmbH. Jetzt übernimmt es die Sie mit mir als Hauptorganisator in der ganzen Funktion. Und jetzt nach 4 Jahren darf man endlich wieder einen Heeressonntag feiern. Das Wetter ist uns hold. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir heute wirklich diesen Heeressonntag da in Schladming wieder durchführen können. Im Mai waren wir noch beim Spatenstich zugegen. Im Oktober wurde sie bereits eröffnet. Gemeint ist die neue Kinderkrippe der Stadtgemeinde Schladming, die fortan die Betreuung von bis zu 28 Kindern übernehmen kann. Im Mai, wie es dann endlich geheißen hat, es ist soweit, dann waren wir natürlich zum Spatenstich mit unseren kleinsten Kindern eingeladen. Dann haben wir uns gleich auf den Weg gemacht zur Baustelle und dann haben alle Kinder eine Schaufel in die Hand gekriegt und wir waren beim Spatenstich schon live dabei und die Vorfreude war natürlich von dem Tag auch riesengroß. Und das Thema ist dann einfach richtig zu einem riesengroßen Projekt geworden. Wir sind täglich dahergegangen zu der Baustelle, haben geschaut. Ja, und dann beim ganzen Prozess, wie es dann entstanden ist, dann haben wir Mitarbeiter natürlich auch Hand angelegt. Ich war dann beim Rosenlegen dabei, damit alles fertig wird. Und so ist das alles entstanden, bis zum Schluss, wo wir dann wirklich 14 Tage Tag und Nacht gearbeitet haben, dass wir da einziehen können. In feierlichem Rahmen und unter regem Interesse wurde die neue, am Grundstück des ATV Schladming errichtete Kinderkrippe mit dem Segen der beiden Pfarrherren nun ihrer Bestimmung zugeführt. Auch mit dabei waren wir beim ersten Haushaltsanschluss an das neu errichtete Glasfasernetz im Bezirk. Neben dieser erfolgte in der Gemeinde Irtning-Donnersbachtal. Dieses soll künftig für superschnelles Highspeed-Internet sorgen und den Bezirk Lietzen so auf den neuesten Stand der Technik bringen. Dass der Bezirk Lietzen als erster Bezirk in Österreich diesen Ausbau bekommt, da mit massiver Förderung von dieser sogenannten Glasfaser-Lichtwellen-Milliarde, sind 100 Millionen in den Bezirk Lietzen gegangen und mit dem Geld können wir im Bezirk ausbauen. Alle 29 Gemeinden haben sich dazu entschlossen. Und dass wir jetzt in Irtning der Erste sind, wo der Ausbau vonstatten geht, wo der erste Anschluss der Lichtwellentechnik im Bezirk passiert, das ist eine historische Angelegenheit und da sind wir selbstverständlich sehr, sehr stolz drauf, weil damit gezeigt wird, dass wir für die Zukunft offen sind. Gleichzeitig wollen wir das Gute erhalten, der Tradition, uns haben wir uns verschrieben. Einen ganz besonderen Wandertag unternahmen die Gemeinden Schladming, Ramsau am Dachstein und Haus im Enstal. Am Nationalfeiertag des vergangenen Jahres marschierten über 500 Bürgerinnen und Bürger aus den drei Gemeinden von Haus nach Schladming. Unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" mit der Idee von Stefan Knapp, einen gemeinsamen Wandertag zu machen,
hoffen wir, dass wir dem Thema Fitmarsch und dem und Thema Nationalfeiertag eine neue Bedeutung geben. Und wir sind alle sehr gerührt und schwer begeistert über diesen Zuspruch, den wir bekommen. Wir sind über 512 Teilnehmer bei dieser Wanderung. Ich freue mich, dass es jetzt diese Initiative gegeben hat, Gemeinde Haus, Gemeinde Ramsau und Gemeinde Schladming, dass wir gemeinsam zu einem Wandertag gehen und man sieht, wie viele Leute das gekommen sind, was mich umso mehr gefreut. Ein Freudentag ist in Erfüllung gegangen. Gemeinsam unpolitisch wandern gehen, gemeinsam sprechen miteinander und das soll auch in Zukunft so passieren. Nicht die Politik ist entscheidend, sondern wir gemeinsame Menschen miteinander. In diesem Sinne lässt sich hoffen, dass der gemeinsame Wandertag der Kleinregion, ob seines diesjährigen Erfolgs, auch im kommenden Jahr wieder über die Bühne geht. Seit mehr als 50 Jahren pflegen sie volkstümliches Liedgut und umrahmen zahlreiche Anlässe in und um Weißenbach mit ihren musikalischen Darbietungen. Die Rede ist von den Mannen der Sängerrunde Weißenbach, die ihr rundes Jubiläum im Ambiente des Schwabenstalls stilecht mit einem Konzert feierten. Vor 50 Jahren haben sie ein paar Mann da von Weißenbach zusammengefunden. Sie haben gesagt, früher war das auch ein Schinger, wir wollen das wieder aufleben lassen und haben die Sängerrunde Weißenbach gegründet. Es war hauptsächlich Aufgabe, das Volkslied zu pflegen. Das tun wir nach wie vor. Wir schauen, dass wir ursprünglich bleiben, dass wir das Volkslied singen. Wir haben natürlich auch moderne Stücke, was uns halt gerade so gefällt. Wir sind ein reiner Männerchor. Das ist eine Besonderheit. In der heutigen Zeit sieht man nicht mehr so viel, aber ein Männerklang ist halt schon was Besonderes und auf das sind wir auch stolz. Die Berufs- und Karrieremesse Buckli gilt jährlich als Fixpunkt im Veranstaltungskalender unserer Region. 2023 waren wir beim Abschluss der Messe in Liezen zugegen. Unter dem Motto Dein Sprungbrett für Beruf und Karriere präsentierten dort zahlreiche Aussteller ihre Unternehmen, Schulen und Institutionen. Es sind rund 60 Aussteller da vertreten, also ein bunter Mix von Schule, Wirtschaft, Leitbetriebe aus der Region, aber genauso traditionsreiche Betriebe, alle Schulen, die weiterführenden Schulen im Bezirk Liezen bis hin zu den Institutionen und auch wir vom AMS, wo man eben heute eben bei uns einen Interessenstest machen kann oder eben mittels VR-Brille sich dann auch das Berufsbild vielleicht anschauen kann, was man später lernen möchte. Auf der Planei startete man bei Kaiserwetter in die Skisaison. Ein besonderes Augenmerk legte man dabei auf Kinder und Jugendliche. Der Eröffnungstag ist immer ein riesiger Freudentag für die gesamte große Planei Wurzenbahnen-Familie. Man sieht es. Noch dazu sind wir heuer verwöhnt mit fantastischem Wetter. Ja, es ist ein Startschuss wieder für eine lange Skisaison. Es ist angerichtet. Wir können sofort starten mit der Märchenwiesebahn und mit der Burgstallalmbahn samt Pisten und sind hoffnungsfroh, alsbald auch weitere Anlagen dazuschalten zu können. Ja, und es ist auch ein gutes Zeichen. Wir gehen eigentlich sehr, sehr optimistisch in die kommende Skisaison hinein. Es ist einfach, dass wir die Kinder zum Skifahren bringen, ist unser Ziel. Wir sehen in den Skigebieten, oder? Wir wollen, dass die Kinder alle Skifahren lernen. Und das ist jetzt mit dem Angebot für der Planei, dass man die Liftkarten im Rahmen von Unterricht zur Verfügung stellt, kriegt natürlich eine riesengroße Hilfe und für uns natürlich perfekt, weil wir einfach ein kostengünstiges Skifahren, sage ich mal, auch für die Eltern da gestalten können. Ich bin sehr froh. Der erste Skitag ist richtig geil und die Pisten ist auch wunderschön. Also ich freue mich richtig halt. Voll geil. Richtig nice. Und vor allem der Bau, der ist geil und die Pisten auch. Das Wetter ist super heil, es ist ein super Skitag und super Pisten, richtig gut präpariert und super schöner Tag einfach. Ein einzigartiges Stück Brauchtum lässt sich Jahr für Jahr in Form des Üblaner Krampus-Spiels erleben. Mit Originaltexten aus dem 18. Jahrhundert lässt sich heimisches Kulturgut dort hautnah erleben und das auch insbesondere für Kinder. Wir haben eine lange Spieltradition. Wir sind erstmals erwähnt vom Erzherzog Johann, was ein Glücksfall war in seinem Buch, in seinem Tagebuch 1816. Und heute werden wir die wilden Gesellen wieder von der Kette lassen. Und es sind auch schöne Figuren dabei bei unserem Spiel. Und vor allem, es braucht sich niemand zu fürchten, auch die Kinder nicht. Also von der Route wird nicht Gebrauch gemacht. Wir sorgen im Prinzip einen Besuch bei einer Enstaller Bauernfamilie. Und das Streitgespräch beginnt natürlich am Anfang mit dem Sommer und mit dem Winter. Aber auch natürlich mit dem Luzifer und mit dem Bischof Nikolaus. Und es siegt natürlich das Gute über das Böse.
und am Ende werden die Kinder beschenkt und wir wollten das einfach in die Öffentlichkeit bringen. Wir spielen das auch auf den Bergen von Bauernhof zu Bauernhof, aber leider haben wir viel keine großen Stuben mehr und deswegen haben wir vor 30 Jahren oder 35 Jahren mittlerweile gesagt, wir spielen es auch am Platz. Das Öblaner Krampusspiel will Brauchtum und Tradition hautnah erlebbar machen. Und so lassen sich die diversen Figuren des Spiels auch für Kinder aus nächster Nähe betrachten. Das Event-Highlight Ski Opening verfolgten wir dann von der Hohenhaustenne aus. Mit 25.000 Fans an zwei Tagen sorgte das diesjährige Ski Opening für einen fulminanten Saisonauftakt in der Region. Mit Weltstar Robbie Williams brachte man schließlich einen echten Kapazunder nach Schladming, der am 7. und 8. Dezember für zwei unvergessliche Konzertabende sorgte. Zahlreiche Fans verfolgten das Geschehen von der Hohenhaustenne aus, wo wir am zweiten Tag zu Gast sein durften. Ja, es kann einem nichts Besseres passieren, wie wenn ein Robbie Williams vor der Haustüre spielt und singt und das Publikum begeistert. Und die Hohenhaustenne steht nun mal da. Und für uns ist natürlich ganz eine große Ehre, dass wir da unseren kleinen Teil dazu beitragen können. Besonders bei der After-Show-Party sind wir natürlich gut gewappnet, wenn die Leute reinkommen, aber auch der Veranstalter. Und vielleicht kommt auch der Robby heute noch bei uns herein und trinkt ein Glas. Also da sind wir schon sehr stolz drauf, dass wir da sein dürfen und dass wir das selber auch hautnah miterleben. Riesneralm startete man mit einem Konzert der Boxrocker Sisters in die Wintersaison. Seit mittlerweile 50 Jahren steht die Riesneralm für erstklassiges Skivergnügen und beste Unterhaltung. Das gibt Anlass zu feiern. Und so bildete am Samstag, dem 9. Dezember, der traditionelle Gipfeladvent unter dem Motto Auf wie vorn zum Obighemmer mit einem Adventkonzert der Boxrocker Sisters den Auftakt zur Jubiläumssaison 2023-24. Wir haben vorher so ein großes Opening gehabt und im Tal und heuer haben wir gesagt, wir gehen einen Berg rauf zum Wochenende. Wir machen da ein Weihnachtskonzert mit den Boxrocker Sisters an der Mittelstation in unserem neuen Kegelstadel da hinten, der was ja ausschaut wie eine Krippe mit Blick auf Donnersbachwald und das ist wirklich eine herrliche Kulisse und das erste Mal werden wir sicher wiederholen. Mit den Boxrocker Sisters konnte man für den Saisonauftakt gleich hochkarätige Stimmungsmacherinnen gewinnen, die den Gästen ein abwechslungsreiches Programm präsentierten. Also grundsätzlich sind wir hier schon voll in Weihnachtsstimmung und wir sind gerade auf Adventstour und das werden wir natürlich mal heute präsentieren und unsere liebsten Songs von uns, Boxrocker Sisters, die wir selber komponiert haben und natürlich auch ein paar bekannte Weihnachtslieder, die wir ein bisschen umarrangiert haben. Also ich glaube, es wird ein buntes Programm, es wird ein bisschen besinnlich, aber es wird auch so ein bisschen zum Tanzen, damit die Leute nicht kalt wird. Kunstvoll inszeniert illuminierte der Lichterpfad auch 2023 wieder die Marktgemeinde Haus im Ennstal. Als perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit diente da auch der an den Lichterpfad anschließende Adventmarkt des Vereins Hauser helfen Hauser. Ja, wir haben heuer das fünfte Jahr. Wir erweitern ihn insofern, dass wir immer natürlich mehr Objekte bauen, die sehr bestrebt bin, immer alles wieder zu verwenden, aber in einer anderen Form. Also das, glaube ich, die treuen Besucher entdecken vielleicht was wieder neu. Und unten im Schlossgarten, also der wunderschöne Garten hinterm Schloss, der eigentlich auch im Dornröschenschlaf liegt im Winter, den haben wir jetzt auch zum Leben erweckt und haben es dahingehend erweitert. Und ich glaube, das ist auch so ein Ponton da zu dem Hof, was auch sehr, sehr schöne, ganz andere Atmosphäre hat, die sehr winterlich ist. Mit einem ganz besonderen Adventkonzert gastierte das Schloss Schönbrunn-Orchester im Ennstal. Im Landgasthof Bierfriedl in Bruckern sorgten sie für hochkarätigen Musikgenuss und eine gelungene Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Ja, wir sind natürlich als Team Landgasthof Bierfriedl sehr froh, dass das heute bei uns ist. Das ist einmal ganz eine andere Sache, was wir eigentlich so im Alltagsgeschäft machen. Wir haben heute im Saal hergerichtet mit Theaterbestuhlung. Wir haben 100 Sitzplätze zusammengebracht, was auch restlos ausverkauft ist. Und wir freuen uns jetzt auf einen gemütlichen, netten Abend. 2023 gehört nun endgültig der Geschichte an. Wir blickten mit unserem Ennstal-TV-Jahresrückblick jedoch nochmals auf die Highlights des vergangenen Jahres zurück. Nun ist es aber Zeit, nach vorne zu blicken und das neue Kalenderjahr willkommen zu heißen. Auf das es neuerlich so viele schöne,
heitere Stunden für uns bereithält, wie es 2023 bereits tat. In diesem Sinne, auf ein frohes neues Jahr, auf ein frohes Jahr 2024.